Das Spiel hat begonnen. Schon läuft der Gegner. Penalty, ja? Gut gemacht, gut abgefangen. Sissoko. Carabela. Hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Er wartet auf die Flanke. Und damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Gut abgefangen. Hier ist Sankase. Und abgefangen. Devren. 15 Minuten gespielt. Pedro Rios. Pass auf. Das kann interessant werden. Er will lupfen, aber das klappt so nicht. Wenn ein Stürmer den Ball ins Tor lupft, dann ist er der Allergrößte. Aber wenn ihm sowas passiert wie hier gerade, dann sieht das schon so ein bisschen aus wie gewollt und nicht gekonnt. Levante mit seinem ersten Schussversuch. Aus der Aktion wird nichts. Was ein Gerät! Ein Monsterding, aber nicht platziert genug. Mit einem sensationellen 5-Sterne-Dribbling am Ende hat es dann nicht zum konzentrierten Abschluss gereicht. Das könnte was werden. Wunderschönes Dribbling. Der Ball und er verschmelzen zu einer Einheit, aber er nutzt diese Chance nicht. Es gibt viele Optionen. Welche wählt er? Mit der Stirn! Ja! So knapp! Da hat nicht viel gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Nee, der Ball ist weg. Auf den Ball vor. Starke Defensivaktion. Den Pass abgefangen. Die Chance. Das kann interessant werden. Der Ball kommt durch. Er versucht den Heber. Ein super Tor. Ein herrlicher Treffer. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. Was ist das, ein Löwen? Niemand sonst hätte hier so ein Tor erzielen können. Der Torwart kann nur noch staunen. Neuer Spielstand 1-0. Sie haben das Tor gemacht. Jetzt müssen Sie einfach versuchen, den Gegner zu dominieren und Ihr Spiel durchzubringen. Pedro Rios hat auf den Pass gewartet und ist schön da reingelaufen. Aber das war es dann auch schon. Das ist nicht gerade die optimale Entfernung, aber für einen, der richtig mit dem Vollspann draufhaut, läuft das vielleicht sogar noch unter der Hand. Jetzt beginnt die Nachspielzeit. Es sieht gut aus. Er versucht's. Super wieder.
ein sensationelles Dribbling. Das ist Dribbeln in höchster Vollendung. Vielleicht hat ihm ganz am Ende beim Abschluss etwas die Konzentration gefehlt. Wird die erste Ecke reindrehen. Und er faustet ihn raus. So, und das ist das Ende des ersten Durchgangs. Die Mannschaft hat nicht ansatzweise das gezeigt, was sie kann. Sie müssen nun einfacher spielen. Er hat und der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Ist das vielleicht schon zu weit weg für den direkten Versuch? Vielleicht wäre er besser beraten, es mit einer Hereingabe zu folgen. Er ist schussgewaltig, das weiß man. Er versucht es auch aus dieser Distanz, in diesem Fall allerdings ohne Erfolg. Kickt die Kugel nach vorne. Ich dachte auch erst kein Abseits, aber der Schiedsrichter hat alles richtig gesehen. Sauber draufgehalten. Sucht immer wieder den Abschluss und wenn er eine Möglichkeit sieht, dann lässt er sie garantiert nicht ungenutzt verstreichen. Jetzt muss er nur noch treffen. Gevren. Einwurf. Und da ist der Ballverlust. Gut geholt. Ein guter Lauf. Das gibt Freistoß. Mal sehen, was sie daraus machen können. Das ist eine prima Gelegenheit, den Vorsprung noch auszubauen. Da kommt ihnen die Latte zur Hilfe. Gevren. Auf dem Weg in Richtung 16. Den fängt er ab. Der ist drin. Damit haben sie wieder Augenhöhe. Also, pari pari, alles wieder auf Null gestellt. Ich bin gespannt, wie diese beiden Mannschaften jetzt mit dieser neuen Situation umgehen. So haben sie. Und jetzt bist du dran. Das ist ja so etwas wie der Kollektiv-Blackout in der Hintermannschaft. Der Gegenspieler steht völlig frei und kann den Ball in aller Ruhe genüsslich versenken. Unfassbar. Damit geht's wieder von vorne los. Also pari pari. Jetzt war er ein bisschen zu hölzern. Das heißt, es gibt Freistoß. Die Entscheidung ist knallhart. Das ist natürlich die Höchststrafe. Hier direkt vorzuzeigen. Und Sie sollten mal den Trainer sehen. Er ist komplett von den Socken. Also die Spieler sollten sich schon überlegen, welche Konsequenzen solche Aktionen haben, wenn sie so in den Gegner reingehen. Und jetzt, Freunde, aufgepasst. Jetzt kommt es zur Rudelbildung. Die beherrschen momentan das Spiel, aber sie kommen nicht vor das Tor. Das kann man besser lösen. Gutes Defensivverhalten. Oh, der Gegner hat ihn. Karabele hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Das ist bei ihm das Problem im Aufbauspiel. Es fehlt die allerletzte Präzision im entscheidenden Moment des Passes. Und er haut ihn hinten raus. Schwacher Ball, leicht abgefangen.
Er versucht ihn da durchzuspielen. Nee, auf der Tür. Sieht das Ding lang? Der ist schön durchgekommen. Den holt er sich. Das Deckchen wurde als unfair bewertet. Freistoß. Er schickt ihn direkt vom Platz. Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, natürlich war das nicht sauber, aber gleich rot zu zeigen, womöglich ein bisschen hart. Eigentlich ist diese Torentfernung zu groß. Wenn er den wirklich direkt versucht, dann muss wirklich alles stimmen. Die letzten 5 Minuten dieses Spiels laufen. Jetzt müssen Sie sich neu orientieren. Ob das noch was wird? Gute Flanke. Er zieht aufs Tor. Tor für Real Madrid. Sie haben zurück in dieses Spiel gefunden. Und wie? Und wie? Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein. Und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht verhindern. Das sind Comeback-Qualitäten. Jetzt müssen Sie das Ding nach Hause bringen. Hadi. Hadi. Da ist die Chance. Schade, nur der Posten. Das könnte die letzte Chance sein für Levante. Das Spiel ist aus. Dieses Spiel war ein echter Krimi mit einer einzigartigen Aufholjagd.